So Freunde, darf ich vorstellen, Palms Place wird unser Place sein für die paar Tage hier in Vegas. Eigentlich ganz coole Area. Direkt hier vorne geht's mit dem Strip los. Lobby, schick gemacht. Sieht gut aus. Natalia muss packen. Ich habe aber auch was, guck mal. Absolut, Barry. Na komm. Mach auf. Open. Lass uns mal selber machen. Check. In. Au. Ja, das sieht auch gut aus hier. Wir haben uns nämlich schon ein bisschen eingerichtet. So, normalerweise leuchtet jetzt hier alles, aber ich erspare euch das mal jetzt hier alles anzumachen. Weil hier, krasser Spiegel. Wow. Guck mal hier. Das sieht doch top aus, ja? Da kann man direkt ein bisschen auf dem Strip schauen. Tippitoppi. Was du hier? Ich muss sagen, was ein bisschen nervig ist bei den Amis, ich zeige euch hier mal das Scheißhaus, und zwar klatscht das extrem. Ja? Also wenn du hier mal ein großes Geschäft verrichtest, hast du auf jeden Fall einen nassen Arsch. Ansonsten, es gibt übrigens keine Klobürste. Ja? Habe ich schon vergeblich gesucht, verstehe ich auch nicht. Ansonsten, ja, der Rest passt eigentlich soweit. Hier haben wir noch eine kleine Wanne mit ein bisschen Sprudel und so. Küche sieht übrigens ein bisschen aus wie in so einer Gastrostube hier. Ja, alles hier mit feinsten Materialien, einfach Wahnsinn. Nur gerade einbauen wollten sie es nicht. Aber hey. So, Bett ist top, muss ich sagen. Fernseher, ja, ich verstehe nicht, warum zwei nebeneinander, aber gut, müsst ihr selber wissen. Die andere Sache ist, natürlich aus der Zeit, wo die ersten Flatscreens auf den Markt kamen. Aber wir sind ja nicht zum Fernsehen hier, sondern zum Videoschneiden. So sieht die Stube aus hier. Passt eigentlich. Man muss nämlich dazu sagen, es ist gerade relativ teuer alles hier in Vegas. Also zumindest die Unterkünfte, also Hotels. Weil, also zumindest wenn du hier auf dem Strip oder irgendwo halt pennen willst oder näher Strip, wie wir jetzt. Weil einfach jetzt relativ viel los ist. Es ist gerade Halloween. Es ist... ja, Sima Motor Show, das ist natürlich ein Grund, warum die Preise anziehen, weil die einfach wissen, die Nachfrage ist da. Also das als kurze Inside-Info, ist nicht die beste Zeit zum Buchen, aber man kann eben die Events mitnehmen. Und wir zahlen hier 190 Euro die Nacht, für zwei Personen ist echt okay, und ich sag mal, die Bude ist ja eigentlich ganz geil. Übrigens, heute ist der Tag, wo ich die NHRA Nevada Nationals gefilmt habe, also die Viertelmeile hier mit den Top Fuel Dragstern. Ich denke, ganz schön über. Strapaziert, das sieht echt nicht gut aus, ne? Es tut doch echt weh. Ich denke, ich werde das jetzt mal ein bisschen kühlen. Übrigens, mein Knöchel hier unten, das ist auch extrem dick. Autsch. Vergleich. Normales Knie, anderes Knie. Au. Einfach nur fett. Zieht euch die Bude rein. Genauso muss das Ding sein. Mega fett. Ich würde sagen, steht leicht drüber. Aber nur leicht. Einfach nur Chef. Vorne. Einfach geil. Jawoll. Absolut fetter Blick über Vegas. Einfach der ganz normale Wahnsinn hier. Ich habe mir erstmal einen Roller besorgt. Ich denke, dabei sollte es sich etwas besser rollen. Das ist schon geil gemacht hier, ne? Das gefällt dir, halt? Ja. Guck dir das an. Ich kann sagen, die haben mir auf jeden Fall Mühe gegeben. Soll ich das hier mal reinziehen? Das ist schon krass. Leute, was sagt ihr zu dem Bildschirm? Ist okay, oder? Ich denke, das sind 1000 Zoll. Ah, das sieht schon edel aus. Haben sie alles frisch gemacht, ja. Gut aus. Ich wusste einfach, dass du spielsüchtig bist. Hast du was gewonnen? Wann haben die das denn gebaut? Geist ist einfach
McDonald's, McCafé, schön mit Plastikstrohhalm. Oh, wie ich es liebe, wie wir es lieben. Wirklich, das ist wirklich so, sind so die kleinen Details, die einfach geil sind. Ist ja schon ein großer SUV. Na? Das ist ja wirklich schon ein großes Teil. Aber das ist halt einfach nochmal andere Liga. TÜV-konform. Total einfach. Diese Hinterachse. Einfach nur heftig. Hä? Oh ja, der ist gut. All black einfach. Brutal. Also, ich muss sagen, kann man genauso machen. Ja, auch nicht schlecht. Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei RD48. Für euch heute aus Las Vegas von der Sima. Ich bin mal gespannt, was es hier alles so zu sehen gibt. Ich denke, es ist relativ groß. Ich denke, wir werden gar nicht alles an einem Tag schaffen, aber wir schauen mal. Wir werden heute viel mit dem Handy filmen. Es wird ja so jetzt ein krasser Porn werden oder so, aber ich wollte einfach für euch mal ein paar Szenen einfangen, was es hier so zu sehen gibt. Denn ich denke, hier ist einiges, was es bei uns vielleicht nicht gibt. So ähnlich wie das auch schon in Schweden oder in Polen oder so war. Deswegen heute ein Video für euch. Ich hoffe, euch gefällt's. Und wir gehen jetzt mal eine Runde rum. Wir müssen uns noch ein Patch besorgen, dass wir hier überall reinkommen. Und dann geht's los. Registrierung einmal fahr absolviert. Wir sind am Start. Hier ist meine Angestellte. Und jetzt geht's los. Ah, genau sowas habe ich erwartet. Einfach nur übertrieben brutal. Ich muss mir heute auf jeden Fall einen großen Wortschatz anlegen für Sachen, die geil sind. So ist natürlich wie auf der Essen Motor Show. Hier gibt es ganz viel Zeug, einfach für Leute, die natürlich eine eigene Kfz-Werkstatt haben oder die Autos reparieren oder. Ich würde mich aber in diesem Video mal einfach auf die geilen Fahrzeuge, Umbauten, auf das Thema Tuning, sage ich mal, konzentrieren. Ja? Ich denke, das ist am interessantesten. Mit dem anderen Zeug kenne ich mich dann wahrscheinlich sowieso nicht genug aus. Ich würde sagen, die Kopfstützen machen ganz gut hier. Das sieht schon technisch aus. Geil. Und eine kleine Auswahl an Pfossenrädern. Das sieht auf jeden Fall krass aus. Das muss ich sagen, haut auch gut rein. Hier AE86, das ist natürlich Driftlegende. Felgenbetten ohne Ende. Von der Breite her auf jeden Fall krass, aber irgendwie trotzdem zu drüber. Also, ja. Das ist dann nicht mehr ganz so harmonisch, würde ich sagen. Die Kiste sieht genauso aus wie so ein typischer Werbeflyer, den man am Auto hängen hat von irgendeinem Autohandel. Ah, in sowas, da sehe ich mich im Sommer. Vielleicht nicht in Rot, aber immerhin mit zwei wunderschönen Ladern. Was sagt ihr? Das kommt doch gut. Absolut klassisch. Felgen, nee, nicht ganz. Aber ansonsten brutal. Eine ganz wilde Nummer. Für den guten Winter kann man das schon mal nehmen hier. Krass, Alter. Die ganze Vorderachse aussieht. Wilde Größe auf jeden Fall. Gefühlt kniehoch die Teile hier. Aber irgendwie, ne, geil. Also, mich persönlich holt das Kind nicht ab. Ich muss mal ehrlich fragen, könntet ihr euch vorstellen, mit so einem UFO auf der öffentlichen Straße rumzufahren? Also, wenn ihr mich fragt, ist schon ein bisschen drüber. Ich würde meinen, die Hupe ist brutal. Das ist bestimmt so ein richtiges Schiffshorn, was sich einfach komplett aus dem Leben kickt, wenn der hier auf die Hupe geht. Mann, sind die Buden drüber. Würde mich übrigens allgemein mal interessieren, haut mal in die Kommentare, ob ihr Ami-Karren überhaupt grundlegend feiert, weil ich glaube öfters mitbekommen, dass viele sagen, du, ich bin zum Ami. Egal ob jung oder alt, also egal ob so Klassiker aus den 70ern oder was Aktuelles, kannst du mich jagen,
holt mich irgendwie näher ab. Ich finde aber schon, dass es einige coole Ami-Modelle gibt, die einfach einen geilen Style mit sich bringen. Natürlich manche eher ungeeignet für unsere Straßen, aber ja, haut's gerne mal in die Kommentare, würde mich echt interessieren. Hier, Motor sieht krass aus. Erstmal hier, Abgasanlage, Cutlass, versteht sich. Das verstehe ich dann immer nicht. Haust dir doch komplett den ganzen Schwand alles rein, oder? Aber ist wahrscheinlich mehr Schonschein, ne? Das muss man wahrscheinlich auch sehen. Was soll ich sagen? Geschmäcker sind halt verschieden, ne? Das kostet wirklich viel Geld. Ja, für die Outdoor-Jungs unter euch wirklich alles dabei. Für jede Expedition. Cooles Gespann, muss ich sogar sagen. Zugfahrzeug. Kann man so machen. Hier ist die Spur noch nicht ganz eingestellt, aber das hat seine Gründe. Was zur Hölle. Brutal. Ja, an sich ganz geil, aber natürlich viel zu hoch. Was ist da los? Frag ich mich. So, das ist schon eher ganz geil. Ich denke, mit dem Teil kannst du richtig brutal Spaß haben. Ich muss sagen, es geht. Natürlich Straßen zugelassen, versteht sich selber. Brutale Optik. Würde ich aber eher in irgendeinem Vergnügungspark vermuten, das Teil. Hier wieder komplette Armada, voll mit Pickup-Trucks, höher gelegt. Aber was ins Auge fällt, Hammer H1 mit oben der Sturz. Sieht schon wild aus. Komplett unten die Kiste. Und mit Hinterachslenkung oder was? Was ist denn hier los? Wild. Einfach wild. Junge, 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 du. Die kennen einfach kein Ende. Gesehen, neue Kollektion ist online. Hier ist der heiße Stuff. Ich schaue euch nochmal den Trailer rein, da könnt ihr nochmal die komplette Kollektion anschauen. Schaut gerne mal im Shop vorbei, vielleicht gefällt euch was. Ihr würdet uns damit mega unterstützen. Vielen lieben Dank und weiter geht's. Da sind wir schon wieder drin im Thema Viertelmeile. Wild, einfach wild. Aber geil. Hier, G36 UB. Scheinwerfer und so, das sieht schon wild aus, ne? War schon krass. Die Fuhren über. Ich glaube, das ist sogar das Auto, was Kaisel mal gewendet hatte. Das Thema kommt mir bekannt vor. Einmal komplett nackig gemacht. Ja, Danilo. Nur die Lader haben halt gefehlt, ne? Muss ich dir ehrlich nochmal mit auf den Weg gehen. Hier, das ist Bau von Travis Pastrana. Mal gesehen beim Goodwood, wirklich brutale Zeit dorthin gebrettert, absolut krasse Technik verbaut, also Optik kann man sich streiten, aber Technik ist heftig. Nochmal kurz einen Blick von hinten. Das ist ein Thema, schön klassisch, schlicht, einfach nicht übertrieben, kann man so machen. Oh Leute, wer das Ding kennt, der hat Geschmack. Das ist ein Pikespeak-Auto, gibt es brutale Videoaufnahmen von dem Teil. Mega geil. Ich glaube, es ist ein Toyota. Absolut heftig. Könnt ihr eigentlich mal kurz eine Szene raussuchen. Das Ding ist einfach überkrass. Oh,
fett. Jawohl. Schöner Porsche für den Offroad-Betrieb. Krasser Umbau auf jeden Fall. Das finde ich ziemlich geil von der Optik her. Aber auf jeden Fall nochmal. So, auch das Auto sollte euch bekannt sein. Gymkhana Super Auto. Na, wenn das mal nicht eine Anspielung auf die legendärste Felge überhaupt ist. Ah, auch geil, die Kisten. Schöne alte Stinger Corvette. Geil. Ferrari, Freunde, Ferrari. Ha? Sieht ja nicht der schlechte aus. Auch hier extrem praktisch. Einfach mal einen Kotflügel hochfahren. Hast du alles am Start. Mitgedacht, mitgelacht. Performance Audi Sport Quattro Replika, jetzt im Besitz von den Hoonigan-Jungs bzw. Ken Block. Jo, kann man so machen, ne? Die haben das Ding ja nochmal komplett in Weiß lackiert. Andere Felgen von Rotiform, die ich aber sehr, sehr stimmig finde. Finde ich wirklich geil. Ansonsten, ja, Auto ist ja soweit bekannt aus Deutschland, wo er noch rot war. Ja, Armaturenbrett kennen wir auch noch von früher. Sitze sind noch neu. Aber sieht schon geil aus. Auf jeden Fall absolut geil. Vor allem in Weiß gefällt mir das Auto sehr, sehr gut. Und wie gesagt, die Räder absolut stimmig. Guck mal hier, Leute, die haben sich das überlegt. Felgenschutzkante.
damit du dir die Felge nicht so sauer machst. Ja. Gibt es auch ganz unauffällig in Rot. Und dann bist du einfach safe. Kann nichts mehr passieren. Lustige Idee auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, so geht es sogar optisch. Also, so kann man es ja tatsächlich sogar fast vertreten. Hier so in Weiß, das geht schon. Nur der Verbinder ist eigentlich scheiße. Sonst ist gut. Na, kennt ihr die Jungs noch? Aus guten MTV-Zeiten. Geile Bude, zieht euch mal den Motor rein. Schöner Wackelmotor, fett. So, ich würde sagen, das ist hier absolutes Thema für Rick. Ich weiß jetzt nicht, ob er die Farbe feiert, aber ich denke, das wäre zweitrangig hier. Ich kann euch übrigens beruhigen, ist nur foliert, nicht lackiert. Aber Form immer wieder habe ich. Die finden aber auch kein Ende hier. Das sieht wirklich aus wie ein Kampfjet, die Bude. Also Felgen, wow. Abgasanlage, noch eine Stufe krasser. Nochmal von vorne her. Hinten der Spoiler, gefühlt selbst gebaut. Irgendwie sind das so ein paar Rennparts hier mit am Start. Hinten Abgasanlage. Natürlich mit Straßenzulassung, das ist logisch. Ja, die Frage stellt sich gar nicht. Wie ihr seht, übrigens Lader 1, Lader 2. Ja. Gehört natürlich zum guten Ton. Wild. Das ist schon wild. Ich denke, die Bude hat wahrscheinlich richtig Saft. Jetzt sind wir hier in der Camping Area. Auf jeden Fall auch wild. Die leben das Thema auf jeden Fall komplett. Geil. Die lassen sich schon coole Konzepte hier einfallen. Ne? Gerade hier mit so einem riesigen Zelt. Um den Jeep. Fett. Hier. Der schwebende Grill. Direkt an der Anhängerkupplung. Auch geile Idee. Hier einfach diese Größe. Einfach nur geil. Könnt ihr sagen, was ihr wollt, aber so ein Ding sieht einfach geil aus mit den Reifen. Brutal. Komplett outdoor. Guck mal her, direkt ein Luftanschluss. Kannst du noch mal ein bisschen auf- und ablassen. Krass. Krass, krass. Genau mit so einem Ding sehe ich mich hier über eine Sanddüne ballern. Geil. Dämpfer, Alter. Brutal. Das sind bestimmt Kühlrippen, weil die, glaube ich, extrem heiß werden. Hätte ich Bock. Hier, Luftschläuche. Bitte mit Sauerstoff versorgt wirst. Geil. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass das ein Bronco ist. Die Abgasanlage hier an der Seite raus. Fett. Na, mit dem Ding sehe ich mich doch hier durchs Skigebiet schippern. Das könnte höchstens etwas frisch werden. Geil. Ah, hier. Skibrille hängt schon hier. Breitbau Tesla habe ich so auch noch nicht gesehen. Geht sogar. Bei den Amis ist natürlich auch das Abschleppseil etwas dicker. Komplette Anaconda hier. Ich sag mal so, die Zeiten werden ernster. Gut, wenn man vorbereitet ist. Damit kannst du mal auf eine Demo fahren. Ich sag mal so, das Ganze ist auch bearbeitbar.
Ihr wisst, wovon ich spreche. Mhm. Adäquat, Liberty Walk. Irgendwie bei den Felgen, da scheiden sich ein bisschen die Geister. Sagen wir es mal so. Guckt mal hier, Freunde. Compound Turbo übrigens. Mit einem kompletten Oldschool-Trichter. Ja. Das ist doch mal fett. Krasser Scheiß. Diese Walzen hinten brutal. Fett auf jeden Fall. Und ja, es gibt übrigens auch Boote hier. Sieht mir irgendwie so eine Kombo aus zwei Jetski und einem Quad aus. Verrückt auf jeden Fall. Krasser Scheiß. Ach so, hier ist der Motor drin. Dann nehme ich mal an, zwei davon pro Seite. Krass. Ja, zweimal Jetski mit so einem Quad-Aufsatz. Ist nur eine Schätzung, aber ich würde sagen, das ist was Schnelles. Okay, hab mal kurz gegoogelt. 574 km/h mit zwei Tesla Elektromotoren drin. Ja, die fangen jetzt auf jeden Fall an, hier in diese alten Kisten Elektromotoren zu bauen. Farbkombination, Optik, einfach brutal. Das ist übrigens das Teil von Bisimoto. Der hatte diesen hellblauen Porsche 39. Den habe ich damals schon in L.A. mal gefilmt. Der war nämlich zufälligerweise neben mir auf dem Highway. Ist aber schon ein paar Jahre her. Aber muss sagen, das Ding, das kommt brutal. So, Seitenlinie. Und natürlich auch Felgen. Brixton Forged. Das ist schon gut, das Ding. Guckt mal hier, könnt ihr euch euer fertiges Kit bestellen. Einfach hier, Motor vorn, Akku in der Mitte, noch ein Akku hinten. Fertig ist dein Elektroauto. Offiziellen Volkswagen-Stand wird sogar ein bisschen Tuning betrieben. Mit Rotiformfelgen und Tiefe. Was ist da los? Was wird uns diese grüne Windows-Wiese wohl sagen? Ich denke, einfach extrem sauber. Klassiker sind natürlich auch am Start, wie sich das gehört.